Hi Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video, neuen Part auf meinem Kanal. Heute spielen wir wieder mit dem lieben Steven auf unserem Server und versuchen die größte Stadt der Welt zu bauen. Ja, es ist Teil 3 und ich werde natürlich auch meine Villa bauen, aber nicht in diesem Part. So, letztes Mal haben wir hier den Gehsteig gebaut und den werden wir jetzt natürlich weitersetzen. Das war ein bisschen laggy oder ein bisschen buggy, aber wir kriegen das schon gebacken. Hier sehen wir, wir haben es 20 mal, 50 mal, das sollte passen. Ja, das sollte passen, das, den Rest kann man ja mit Hand machen. Kein großes Problem. Was ist das? Okay. Das passt. Die Kurven sehen auch sehr schön aus. Nein, ich habe die Kurve noch nicht fertig gemacht, Leute. Ach so, hast du noch nicht fertig gebaut. Mann. Ist egal, die sieht eh gut aus, Steven. Nein, warte, ich will die Kurven immer gleich haben. Gut, dann bau. Bau deine Kurven. Deine jetzt. Steven und seine Kurven. Ach, super. Das sieht immer noch nicht gut aus. Da muss auch noch was hin. Das muss auch noch ausgefüllt werden. Okay. So, jetzt passt das nämlich, oder? Ja, passt. Ja, perfekt. Ja, passt. Du hast es zu dünn gemacht vorher. Es hat die verdammte Chance, verdammt nochmal. Ich hab die falschen Tabletten genommen. Okay. Okay, wie kann man das so stacken? Warte. Nee. Da müssten wir das genau andersrum machen. Und zwar so. Nee, warte mal. So. Wir stacken das Ganze. Nein. Das müssen wir anders machen. Dann gibt es ja noch eine Möglichkeit. Und zwar so. Das muss funktionieren. Nein, muss. Geht nicht. Und da gibt es ja noch eine Möglichkeit, einfach so wie es ist zu machen. Ah nee, das können wir ja so machen, weil wir in der richtigen Y- und X-Achse sind. Also. Nein, können wir nicht. Da kommst du hier mit Mathe an, Alter. Es ist ehrlich, ja. Ich hab keinen Bock auf Mathe. Ach, ja, Entschuldigung, ich kann Mathe nicht. Ah. So. Ja, jetzt passt es. Es muss immer majestätisch gemacht werden. So, jetzt können wir das Ganze nämlich hier stacken. Das Ganze machen wir 30 Mal. Nee, wenn dann schon 100 Mal. Dann passt das Ganze. Wir müssen ist aber. Das genau gleiche wie vorher. 120 wahrscheinlich. Nein, 150. Yep. Ah, 154. 145. Perfekt. Die Kurve ist auch fertig, ne? Ja. Oh Gott. Hast du einen Fehler reingemacht? Fehler sind nicht schlimm, Steven. Alle Fehler sind schlimm. Ich meine, ich bin ja jetzt hier nicht 24 Stunden Minecraft unterwegs und laufe diesen Gehweg entlang, Alter. Also das ist mal ernsthaft. Doch. Das muss ich hitten noch. Aha. Du läufst für mich 24 Stunden den Gehweg entlang? Ja. Interessant. Warte mal, wo waren das jetzt? Ach du, den hast... Ach, den Fehler. Das war wegen dem Stacken. Das habe ich extra so gemacht, dass ich stacken kann. Mann. Also wurde geklärt. Ich gebe immer // ein, weil das ist eine richtige Gewohnheit. Und hier, Leute, wie immer, Trick 17. Wir müssen das Ganze wirklich so stacken. Das habe ich mir jetzt schon angewohnt. Nee. Nicht? Das muss doch so funktionieren. Warte mal. Stack 100? Nee. Ups. Nein, wir müssen das genau andersrum machen. Genau, Leute. Nein, wir müssen das Windischer Dorf abreißen auch noch. Ach, auch schon gecheckt. Ah. Das geht auch nicht. Ich weiß mal ein bisschen davon ab. Vielleicht geht das ja einfach so. Wir wissen es nicht. Nee. Dann müssen wir das vielleicht mal so probieren. Yep, das passt. Okay, jetzt reiß ich mal das Finisher drauf ab. Ich muss erst schauen, ob das funktioniert. So. Stacken wir das mal 130 mal, 160 mal,
Alter. 170. Alter, wie weit? 180? Was? 185? Was? 190. Passt nicht. 191. Kurve ist fertig, ne? Ja. Jetzt muss ich auch noch die Beschriftung auf die Kurve machen. Okay, Beschriftung? Oh, nee, oder? Ja, die Linie muss ich noch einzeichnen auf den. Das wird nicht viel Arbeit. Das wird gar nicht viel Arbeit. Nee. So, ich muss da dann nochmal nach hinten fliegen. Ey, sieht aber schon schön aus, deine Kurve, muss ich echt sagen. Fällt mir. So, und hier muss nämlich der Gehweg nochmal richtig gemacht werden. Okay. Jetzt haben wir nämlich schon mal richtig schon mal schönen fährt. Gehweg erstellt. Wie man wirklich erstellt, den Gehweg. Stimmt, Steven? Mhm. Wir haben ihn erstellt. Kreiert, sag ich mal so. Ja, das Ganze können wir stacken, wieder 100 Mal. Ich hoffe mal, dass diesmal nichts zerstört. Und ja, es ist zu weit. 100 vielleicht? Erstmal Undo machen. Nochmal 120. Ah. Undo. Machen wir mal 100. 100, ja, 100 passt. So, jetzt können wir das Ganze hier nämlich alles wunderbar vergleistern. Steven baut wieder das hin. Und ich fange an, die Grundstücke zu bauen. Kann Steven auch machen. So, wie bauen wir die Grundstücke? Die müssen ja alle eigentlich gleich groß sein hier, ne? Hier nicht? In der Großstadt schon. Das passt schon. Das ist perfekt. Ja, manche sind größer, manche sind kleiner. Ja, das schauen wir, das tasten wir ab. Das ist egal. Wie eine Schule. So, wir bauen hier. Eins. Wir bauen noch eine Schule. Stimmt. Schule gefressen. Ja, die bauen wir dann mit der Zeit so. Ja, erstmal muss ich die Schule bei einer anderen Stadt bauen. Das wird ein Riesenprojekt, Steven. Das kann noch lange dauern. Wir stecken das Ganze 100 Mal. Das sollte passen. Aufs Haar genau. Nein, das passt nicht haargenau. Das geht zu weit weg. Aha! Okay, wir machen das Ganze 80 Mal. Ah, wenn ich Undo mache und dann das Ganze 80 Mal stecke. Undo successful. Kann ich Undo machen? Hallo? Wenn es nicht mal Undo geht, ich komme zu dir und drehe deinen Kopf um. Das geht nicht. Kopf, das geht nicht mehr, Undo. Das. Redo? Nothing is redo. It's undo. Ja, perfekt. Nee, nicht perfekt. Was für perfekt? Keine Ahnung, worauf es immer undo geht, aber. Das okay, ist Fehler haben wir jetzt schon mal und das dann machst du weg. Ja. Ha, was mache ich denn hier? So. Das sieht doch super aus, oder? Passt. Hier kommen kleine Grundstücke hin, dann kommen. Alter, flieg mal ganz nach oben. Wenn bei dir alles geladen ist, dann sieht das richtig cool aus. Zumindest im Video sieht das richtig cool aus. Kannst du dir dann anschauen. Das sieht super schön aus. Nice. Alter, mit diesen Hi. Flecken. Ich weiß nicht, ob das schön ist. Ja, ich weiß nicht, ob das schön aussieht, Leute, aber ich finde es schön. Grundstücke sind jetzt zwar nicht alle gleich groß, aber wir könnten. Also verschiedene Preise, verschiedene Preisklassen. So, wir bauen hier wieder eine Straße. Zack, 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 zack. Lass aber dann erstmal Häuser bauen, aber nicht alles gehört uns an. Sondern manche Häuser stehen einfach sonst zum Verkauf dort. Ja. Oder? Ja, stimmt. Einfach Verkaufhäuser. Wir bauen die und verkaufen sie und damit machen und wir Geld. Villa. Und deine Villa steht zum Verkauf da und die Villa ist eine Gemeinschaftsvilla, also da kommt die, was ich baue, die, oder was? Die ganzen Bilder. Nee, ja, das ist deine, das ist eine Verkaufsvilla und meine Villa, die ich baue, die, das ist eine Gemeinschaftsvilla. Ich baue eine Riesenvilla, die passt nicht mal auf ein, so ein Grundstück hier. Okay, also meine zwei. Villa zum Verkauf da Steven. Und deine Villa ist eine Gemeinschaftsvilla. Ja, weißt du, wie groß meine ist? Wenn du diese Straße hier weg überlegst und dieses Grundstück zusammenführst, so groß würde meine Villa werden. Wie das Grundstück und dieses Grundstück. Ja, ja, okay. Groß, oder? Meine Villa wären die drei Grundstücke da. Nein, dann wären meine alle vier.
Okay, nee, das ist übertrieben. Ich nehme mal die zwei Kreuzstücke und dann baue ich noch so ein rundes Teil ganz vorne hin und dafür brauche ich noch ein. Hä? Lass halt beide an einer Villa. Lass halt beide an einer Villa arbeiten, an einer Riesenvilla. Nee. Ja, okay, dann halt nicht. Aber, okay. Dann ist deine Villa eine Gemeinschaftsvilla und meine Villa ist eine Verkaufsvilla. Also die verkaufe ich. Okay, aber dann darf die nicht zu groß sein. Also, wie die Gemeinschaftsvilla. Es sei denn, die verkaufst du für den Preis, die auch wirklich bezahlbar ist. Wenn es unbezahlbar ist, dann steht die, glaube ich, umsonst da. Es sei denn, du wohnst darin. Eine Million ist bezahlbar. Eine Million? Nur so wenig. Es gibt Villen. Also meine kostet locker 30 Millionen. Ja, okay. Wie viel Kohle soll man dann bekommen? Hey, fangen wir jetzt schon wieder an? Fangen wir jetzt an? Oder wie? Mit den Villen? Oder soll ich noch ein Stück weiter stacken hier? Ich meinte so. Diese ganzen drei Grundstücke. Vier? Das sind alles jetzt an die normalen, oder die vier. Das sind die da normalen, kommen jetzt alle normalen Häuser hin. Da kommen alle normalen Häuser. Wir können direkt anfangen mit normalen Häusern. Wir können ja die Zäune schon mal bauen. Aber ich würde sagen, wir können direkt anfangen und das machen wir im nächsten Video. Ich meine nicht so normale Häuser wie normal Dach und so, sondern schon modern. Moderne, normale. Also so wie wir haben. Was ein Stinktier? Ja. Das gerade in dein Gesicht gestinkt hat. Ah, okay, Leute. Wir werden in der nächsten Folge Häuser bauen. Stimmt's, Steven? Ja. Genau, und das war's mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann bewertet diesen Part mit einem positiven oder negativen Daumen nach oben. Und, vor allem, was ich gerade gesagt habe, negativen oder positiven Daumen nach oben. Nein, auf jeden Fall lasst eine Bewertung da, würde mich sehr freuen. Ja, und schreibt doch was in die Kommentare. Vielleicht werdet ihr im nächsten Video vorgelesen. Das war's mit dem Video, wie immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.